Wir setzen auf eine europäische Lösung. Dafür haben wir nicht mehr viel Zeit. Einige Wochen nur noch, das ist allen Beteiligten klar. Die österreichische Entscheidung muss sich erst entwickeln. Ich höre jetzt, es ist ein Richtwert, keine Obergrenze. Es werden Gutachten vergeben, was daraus wird. Die Maßnahmen sind unklar. Das kann für uns jetzt kein Maßstab sein, sondern wir setzen, solange es geht und möglich und es wahrscheinlich ist, auf eine europäische Lösung. Aber die Zeit läuft davon. Ich verstehe die Sehnsucht nach Zahlen, aber unabhängig von den Rechtsfragen ist die Zahl entweder zu hoch oder zu niedrig. Sie kann auch einen Sogeffekt auslösen, weil viele dann denken, oh, dann muss ich mich jetzt aufmachen, damit ich noch unter die Zahl komme. Meine Prognose im August von 800.000 letzten Jahres wurde missbraucht in Afghanistan als Einladung für 800.000 Afghanen. Wir sind gerade mal zwei Drittel des Januars und da wäre ich mit Prognosen für das Jahr sehr vorsichtig. Wir arbeiten daran, dass die Zahl der Flüchtlinge dauerhaft und spürbar und schnell verringert wird. Und da in dem Ziel sind sich alle einig. Ich bin heute Morgen im Mitteldeutschen Rundfunk gefragt worden, ob ich vorhersagen kann, wie lange die Grenzkontrollen, die wir durchführen, noch andauern. Und ich habe gesagt, das kann ich noch nicht vorhersagen. Wir haben Regeln des europäischen Rechts, die setzen Grenzen, aber wir werden schon einen Weg finden, das zu tun, was wir für nötig halten.